zwei Tabellennachbarn aufeinander. Während die Neustädter nach zwei Siegen in den vergangenen beiden Runden mit Zwischenrang 6 zufrieden sein können, hätte man sich beim LASK wohl einen besseren Start erwartet. Und jetzt muss man ausgerechnet nach Wiener Neustadt, wo der LASK noch keinen Pflichtspielsieg feiern konnte. Der Hoffnungsträger bei den Schwarz-Weißen aus Linz ist heute Kapitän René Gartler. Er macht dem Team von Oliver Glasner Mut, denn er hat von 15 Spielen gegen Neustadt nur 2 verloren. Der LASK übernimmt von Anfang an das Kommando, nicht einmal 2 Minuten gespielt. In der Neustädter Abwehr herrscht kollektive Unordnung. Kein Wunder nach 7 Gegentoren in den ersten 4 Spielen. Raiko Repp bekommt 2-mal die Chance und anschließend im Bongo. Der LASK stellt sich erstmals in der Offensive vor. Im Bongo ist dann auch an der nächsten Szene beteiligt. Flanke zur Mitte und dann gibt's Elfmeteralarm. Andreas Schicker hat den Arm draußen. Aber es gibt keinen Pfiff von Schiedsrichter Kollegah. Glück für die Neustädter, die zu Beginn überhaupt nicht ins Spiel finden. Die Gastgeber fangen sich erst nach einer halben Stunde so richtig. Der erste Angriff über Bernd Gschweidl, der stellt sich erstmals vor. Die Neustädter Solospitze mit der ersten kleinen Chance holt immerhin einen Eckball heraus. Da ist erneut Gschweidl beteiligt, diesmal mit Risiko. Das ist die beste Möglichkeit für Neustadt in einer durchwachsenen ersten Hälfte. Bene Wagner muss sich etwas überlegen, 0:0 zur Pause. Der LASK macht auch nach dem Seitenwechsel Druck. Der erste Angriff über Fabiano, Peter Michal mit einem harmlosen Schuss. Aber den kann man auch gefährlich werden lassen. Neustadt macht sich das Gegentor selbst, 1:0 für den LASK. Florian Zitzam lenkt den Ball unhaltbar für Tormann Dominik Schierl ab. Der LASK führt in Wiener Neustadt 1:0. Eine verdiente Führung, die allerdings glücklich zustande kommt. Wiener Neustadt kann die Schockstarre nicht ablegen. 60. Minute, der LASK kombiniert sich mühelos durch die viel zu passive Abwehr der Neustädter. Lukas Grgic hat alle Zeit der Welt und dann macht er alles richtig. 2:0 für den LASK. Das ging ja wirklich einfach und das ist eine Vorentscheidung. Platzierter Schuss, Schirr ist so wie bereits beim ersten Gegentor machtlos, das erste Saisontor für Grgic. Wiener Neustadt probiert danach viel, es gelingt aber wenig, bis auf diese Szene. Bernd Gschweidl in Minute 80, Anschlusstreffer für Wiener Neustadt, routiniert gemacht vom auffälligsten Neustädter, der damit ein persönliches Erfolgserlebnis hat. Mehr aber auch nicht. Wiener Neustadt verliert auch das zweite Heimspiel der Saison. Der LASK bringt einen 2:1-Sieg über die Zeit. Wir haben das Opern eigentlich sehr gut und sehr souverän verteidigt und deswegen bin ich heute sehr zufrieden mit dem Auftritt und vor allem mit dem Sieg, weil es ist uns letzte Saison nicht gelungen. Wir haben wirklich die letzten 20 Minuten richtig gespürt. Sind wir besser in die Zweikämpfe reingegangen und darum haben wir auch das 2:1 geschossen. Ja, leider haben wir das Ausgleich nicht geschafft. Die Wiener Neustädter Erfolgsserie gegen den LASK ist also gerissen. Die Linzer freuen sich nach 7 erfolglosen Versuchen erstmals über einen Sieg in Wiener Neustadt. Ja, und